Hallo, ich bin der Thomas. Thomas Franz Riegler. Am Plakat hinten, Backstage, da müssen wir eh nur reden, steht übrigens mein Name wieder mal falsch, aber Thomas Franz Riegler ist ein bisschen kompliziert, weil die Reihenfolge eigentlich nie so verstanden wird. Ist eh wurscht. Es geht um ganz was anderes. Und zwar folgendes. Sollte ich jetzt da im Internet vor dir stehen und im Facebook sein, heißt es, ich hab's nicht ganz geschafft in Linz. Das heißt, ich brauche deine Unterstützung, damit ich im Sommer im Rathaus spielen kann, in Wien, weil ich wohne jetzt in Wien, bin so aus dem Mostviertel, würde ganz gern dort aber spielen, weil das sind viele Leute. Viele, viele Leute, die alle noch nicht gesehen haben, was ich mache. Und ich habe mir gedacht, irgendwie hätten sie eine Chance verdient, dass wir dort sehen. Also bitte, ja, bitte, ich will nicht betteln, aber bitte sage ich schon einmal, vote für mich. Das wäre eine gute Geschichte. Und ich verspreche euch kein Haus, obwohl die zwei hinter der Kamera gerade gemeint hätten, das könnte ich machen. Mache ich nicht, verspreche euch gar nichts, aber kommt ins Rathaus, wird schön, mit mir. Danke. Das ist schon mal aufgefallen, es ist völlig egal, wo ihr hinkommt. Die Leute schauen nur mehr auf ihr Smartphone. Kino. Letztens war ich wieder beim Konzert, ich habe nur Smartphones gesehen. Die Band hat man nicht gesehen, aber die waren leiwand, glaube ich. In der U-Bahn, im Zug, auf Kabarettbühnen. Ich warte jetzt echt nur mehr drauf, weil ich habe das nicht gewusst. Ja. Gehe durch die Stadt, schaue auf mein Smartphone, dann war der Akku aus. Dann schaue ich einmal, das schauen eh alle aufs Smartphone, war eh wurscht. Ja, vorher habe ich es selber nicht gemerkt. Ich warte nur mehr drauf, bis am Sonntag in der Messe die Leute, die in die Kirchen gingen, während sie zur Kommunion gingen, weil hat man Zeit, ne? Nein, man schaut immer aufs Smartphone, wenn man Zeit hat. Also da schauen, ob die Resident was geschrieben hat. Ja. Amen. Ja, dann gehe ich auch wieder in die Kirche. Also dann mag ich auch. Ich war heuer noch nicht. Ganz ehrlich, unter uns, ich war heuer noch nicht in der Kirche. Und ich habe auch nicht vor, dass ich hingehe. Ehrlich nicht. Nein, die Messen müssen jetzt ewig dauern. Also stellt sich vor, jeder, der was in das Opferkörbel schmeißt, bis die den Kassenzettel haben. Die haben vorher schon eine Stunde dauert, aber jetzt muss das 3-4 Stunden dauern. Nein, das ist also, da habe ich mal was Besseres zu tun am Sonntag, wirklich. Aber als Jugendlicher und als Kind habe ich gehen müssen. Ich weiß nicht, wie das in Linz ist, ja, Linz und Umgebung, aber bei uns war das so, bis ich 18 war, jeden Sonntag. Obwohl ich nicht wollen habe. Irgendwann habe ich dann einmal gesagt, so, jetzt reicht es, ich mag jetzt daheim bleiben. Ja. Und dann haben meine Eltern gesagt, die sind heute übrigens da. Nicht schlecht. Haben die gesagt, du darfst gern von der Messe daheim bleiben, kein Problem. Ja. Aber es gibt zwei Bedingungen. Erstens, du darfst nicht länger schlafen als mir. Zweitens, ja, während wir in der Kirche sind, brauchst du gar nicht fernschauen. Na super, überlegt sich das. Du bist 17, warst fort bis 5 in der Früh, ja? Schlafst bis 7:30, musst aufstehen, dann sitzt du daheim und wartest 1,5 Stunden, bis du wieder heimkommst. Gerade wird nicht, dass ich auf einen unpolsterten Holzsessel warten habe müssen. Ich habe echt lange überlegt, warum das so diese Auflagen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, das ist so eine Form von Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn man am Sonntag gemeinsam in der Kirche sitzt und eine Stunde sich fragt, was ich da tue. Wenn einer daheim bleibt, der soll sich daheim fragen, was er da tut. Das schweißt zusammen. Nein, sonst war meine katholische Kindheit ganz normal. Also so traditionell wie bei euch wahrscheinlich auch, oder? Ersten Rausch beim Sternsinger. Nicht? Also ich kenne ein paar. Bei mir war es, ich sage nur dem mit rum. Ja. Eh nur einer, aber ich habe nichts vertragen mit 9 Jahren. Ich kenne ein paar Freunde, da war es der Eierlikör. Das ist am Land, da gehst du in den Bauernhof rein und sagst, ist ja nur ein Likör. Und die kleinen Kinder, so die kleinen Sternsinger, diese Liedtexte werden immer spannender mit jeder Stunde. Ja, und dann meine erste Zigaretten beim Ratschen gehen. Eine Ernte 23 vom Nachbarbuben. Und mein erstes selbstverdientes Geld. Ich habe ja ministriert. Ich war ja wirklich ein katholischer Bursch. Ich habe ministriert und pro Messe haben wir 2 Schilling gekriegt. Und eine Hostie. Und ich habe diese Hostien so gern mehr. Aber kriegst immer nur eine. Ja? Also für den Hunger ist nichts. Ich habe dann teilweise 3 Messen ministriert am Sonntag, weil ich die Hostien so gern gehabt habe. Bis ich gemerkt habe, beim Spar gibt es die Bockoblotten. Da habe ich mir dann von meinem Ministriergeld Bockoblotten gekauft und habe daheim im Pfusch so ein wenig schwarze Messen. Also nein, schwarz nicht. Und das Highlight war, dann habe ich entdeckt, bei unserem Bäcker im Ort hat es gegeben, zuckertes Esspapier. Also für Nicht-Insider, das ist quasi die Deluxe-Version von der Hostienersatzdroge. Ja. Das schmeckt, also das ist ein Traum. Und da habe ich mir dann am Ende vom Monat so einen Stoß von meinem Ministriergeld einen Stoß Esspapier gekauft. Einmal hätte ich mir fast einen goldenen Schuss gegessen. Das war gefährlich.